dunkel, dunkel. Dunkel. Dunkel, dunkel. Nichts. Vielleicht muss man die Kiste auch darüber stellen und dann, keine Ahnung. Und dann, keine Ahnung. Das ist dann so das. Guckst du mal. Dann draufstellen, im Rücken zum Spiegel, Hose runter, nackten Hintern in den Spiegel zeigen. Ja, das klingt eigentlich nach einem Plan. Ja, ne? Guck mal, das wird sogar gehen. Ich muss ins Licht. Ja, also ich denke mir fast, dass wir jetzt die Abzweigungen, die davor sind, jetzt noch. Vielleicht ist da jetzt was, wo du die beiden Löcher in die Wände gehauen hast. Wo vorher nichts war, weißt du? Da, wo wir zuerst ganz am Anfang mal durchgegangen sind, wo aber ja, nichts war. Ja. Und ja, da haben wir gesagt, brauchen wir nicht mehr reingehen. Ja, da ging ja keine, genau, der hat ja gar nichts gemacht. Also der hat gehauen, aber es passiert ja nichts. Genau, und aber genau, vielleicht jetzt. Das ist mein Gedanke, dass man vielleicht. Weil, ich meine, sonst passiert ja hier im Moment herzlich wenig, also muss es ja schon irgendwie so sein. Also zielstrebig ins Dunkle. Ja, so kennt man mich. Kommt dir nur so vor. Ja. Pech haben ist dann gleich, brauchen wir dann gleich irgendwo die Kiste. Wo steht die denn? Über da jetzt ist Seitengang. Ja. Die habe ich ja jetzt da stehen lassen. Nee, warum denn nur? Ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, was denn da überhaupt ist. Vielleicht brauchen wir sie ja gar nicht, vielleicht ist die ja nur. Tragen wir hier die ganze Zeit die Kiste durch die Gegend und brauchen sie überhaupt nicht. Das kann natürlich passieren. Oh. Die Stimme ist nicht gut. Hallo? Haben wir hier schon. Oh ja, es ist ja da. Ein Stuhl. Macht der irgendeinen Sinn? Da liegt aber was auf dem Boden. Oh, hoch. Oh. Da kommt die Warte. Stimme her. Ja, ich gehe noch mal kurz ins Licht hier. Oh Mann. Oh Mann. Gesundheit. Ja, danke, danke. Okay. Zugriff. Ja, genau. Da passiert nichts. Ich soll aufhauen. Was sagt er denn? Rainbow. Present. Smile. Sehr positive Worte, die er sagt. Ja, eigentlich ja. Okay, andere. Ja. Birnchen. Birnchen. Im
Wieso nehmen wir eigentlich nicht... Ach doch, waren da jetzt drei. Alles gut, alles gut. Da kommt es immer so dunkel vor, wenn da eine rausgedreht ist. Ja. Eben. Ja. Ich muss jetzt erstmal gucken, ob da jetzt wirklich drei drin sind. Ist aber hart, denke ich, die Wand. Ja, doch nicht. Oh. Yay. Und jetzt brauchst du bestimmt den Stuhl, da, diese Box, damit du da drüber kommst. Das könnte sein. Oder den Stuhl. Nee, nee, kannst du nicht nehmen. Nee, den Stuhl konnte man nicht nehmen. Achso, da sind die Pillen noch. Oder so? Kannst du so rein? Versuch mal. Ich wollte gerade sagen, so kannst du nicht, oder? Sieht nicht so aus. Nee. Dann brauchst du echt die Kiste. Übrigens ist der Hammer weg. Na gut, dann hast du es ja erledigt jetzt. Wahrscheinlich. Ja gut, dann holen wir mal eben die Kiste. Oder? Wenn wir davon ausgehen, dass das... Lösung ist. Ja. Oder man muss, ja, weiß auch nicht. Ich weiß es doch nicht. Vielleicht muss man auch nachher da auch den noch da irgendwie mit den Birnen durch. Keine Ahnung. Werden wir ja sehen. Ja. Ob hier noch hieraus jetzt was ergibt oder nicht. Mich vor allem mal interessiert ist. In der Speichern lässt da nicht zu, ne? Nee. Ach schon. Damit. Pass auf, dass du nicht ins Dunkle läufst. Soll ich mal gucken? Achso, nee. Bin ich noch richtig? Stell mal lieber ab zwischendrin. Ja. Nimmst du dir bitte die... Wollte Gott sagen. Die Birnen jetzt nicht mehr nehmen. Hä? Hey? Ach so. Mann, Mann, da kriegt man schon den Genicksteuer. Immer nach oben gucken. Scheiße. Die Kiste zu weit weg. Echt? Ja. Scheiße. Ich habe ich die einfach blöde vernachlässigt hier. Ja. Hast du. Danke für diese warmen Worte. Ja. Knallharte Engel. Ja. Sollte auch schon ja mal Teufel werden, aber. Ja.
Sag ich, wer dies? Ja, noch. Ja, ich glaube, mit Licht sind wir durch, ne? Bis zum Ende, ich hoffe. Sonst kriegen wir ein Problem. Aber da macht er irgendwie auch nichts. Ich sehe da schon nicht, dass er. Oder? Oh, das sah gut aus. Das sah so aus, als wenn er das ja perfekt hingestellt hätte. Eigentlich. Interagieren. Jawohl. Yay. Auch wenn ich wenn es für meinen Geschmack ziemlich dunkel ist, aber. Oh. Ihr konntet mein Gesicht jetzt gerade nicht sehen, aber. Das war interessant. Ja, da fehlt dann eine Cam an der Stelle. Ich glaube nicht, dass mich da durchgehen sollte. Das sieht mir ein bisschen zu. Das kann doch. Hat er eigentlich jetzt gespeichert? Oder immer noch nicht? Ich weiß es nicht. Ich hoffe. Können wir speichern? Errungenschaft freigeschaltet. Ein ganz besonderes Geschenk. Das hört sich nicht gut an. Ich weiß nicht, ob ich das haben will. Oh. Oh. From Johnny to you. Was ist das denn? Eine Hake? Spitzhacke. Oh. Wenn du die rausziehst, dann bricht dann hier die Wand ein. Ich komme da gar nicht dran. Oh. Doch. Nee, das war jetzt gerade hier die. Das ist die Tür. Tür. Ja, was soll ich da mit dem Geschenk? Ich glaube, wir müssen jetzt tatsächlich durch die Tür. Oh Mann. Aber du hast nichts, ne? Keine Kerze, kein Feuerzeug, gar nichts. Nee. Scheiße. Lichtschalter, ich kann überhaupt nichts mehr hier bedienen. Okay, komm, trau dich. Ja, bleibt uns ja keine Wahl mehr, ne? Oder wir gehen hier wieder raus, aber. Nee, warum? Nee. Geht das überhaupt? Ja, geht. Okay. Nee, machst du nicht. Nee, mach ich nicht. Ja, dann gehen wir hier durch. Dann, tschüss, ne? Wenn es jetzt wieder schief geht, dann spreche ich eh. Oh, wir kommen gar nicht mehr durch. Geht gar nicht weiter. Da musst du irgendwas mit dieser Hacke machen können. Aber du kannst es nicht nehmen, oder? Nee. Haben wir noch irgendwas? Nee, da hilft ja alles nichts. Nutzt dir Alex nichts? Nee. Oh, wieder zu. Ja, dann gehen wir nochmal runter. Gehen wir nochmal bis zu der Ecke hier. Was ist jetzt da passiert? Gar nichts. Gar nichts. Da oh, warte, warte, da ist was. Ja. Eine Scherbe. Also dieses Dings. Ja. Oh, jetzt sind wir wieder im Supermarkt oder was? Ne, im Krankenhaus. Nee, im Keller, oder? Im Keller. Ach, waren das die? Okay. Okay. Ach so, ja. Komm ich vielleicht jetzt an die Spitzhacke? Ich glaube, du musst da durch. Ja. Ach so. Ey, jetzt komme ich hier nicht mehr rauf. Nee. Oder? Doch. Doch, du musst ja erst interagieren. Du musst ja erst draufsteigen. Genau. Ja, erst draufsteigen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. La la la. Oh. Okay, das. Da ist da nichts, dann gehen wir jetzt wieder in den Keller und harren die Dinge, die da kommen. Ja, das ist eine Glühbirne. Jetzt würden wir wahrscheinlich keine mehr brauchen. Egal. Oh, gespeichert, yeah! Juhu! Freude. Selten so über Speichern gefreut. Ja, nochmal hätte ich das. Ah, jetzt sind wir wieder ganz normal. Also. So normal, wie wir sein können. Der Keller ist weg. Wieso hältst du den jetzt noch? Genau. Ja, es war.
So, zweite Scherbe gefunden. Ja. Du bist echt die ganze Zeit Schätze? nur auf der Suche nach den Scherben, oder wie? Also, ich weiß ja nicht, wie viele es sind. War da nicht fünf Haken? Nicht. Das heißt, drei fehlen noch. Okay. Müssen wir dann noch durch so ein weiteres Loch oder? Ist wenigstens ist hier Licht. Ist die Tür jetzt. Oh. Was denn? Das sah gerade so komisch aus, weil das so aufgeploppt ist hier. Also da können wir wieder hoch, klar. Und dadurch. Ich finde das auch so ein bisschen, dass die Türen überlaufen sind. Ich weiß nicht, ob ich mich da so wohl fühle. Da ist was. Achso. Eine Leiter. Wo braucht man die denn nochmal? Ach stimmt, im Boilerraum. Wo war der? Da unten irgendwo. Ja, genau. Da unten irgendwo. Da, ach, da, um die durch die Lüftung durchzugucken, ne? Ja, Ja, genau. genau. War der nicht hier? Nee. Da war der Stromraum. Stimmt. Ich glaube, der war da. Da drin. Ja, oh je. Eigentlich will ich das gar nicht. Dreh aber andersrum. Ich kann Kannst du drehen? den nicht drehen. Da geht nichts. Das macht er von alleine. Ach, wie praktisch. Aber Licht ist schon an. Das ist beruhigend. Ja gut, dann. Und das dritte Loch. Uah. Oh. Ja, super. Ja, eine Außenleuchtung. Was ist Taschenlampe. jetzt? Taschenlampe. Oder Kerze. Wenn du mit einer Kerze kannst du ja nicht gehen. Aber Nee, nee, das ist da stimmt. Die unten, Kerze geht das Loch sofort ist auf. da. Ja, Was ist denn das noch? steht ja von Anfang an schon da. So ein Ja, das ist beleuchtet. Das sieht aus, wenn da hinten eine Taschenlampe liegt. Aber da Ja, gut. kommt man nicht dran, ne? Nee, da geht nichts. Schade. Also wir müssen etwas finden. Was leuchtet? Was geht hier mal die Lampe an, bitte? Ja. Ah. Wie schön. Eine Taschenlampe, das ist mir keine Ja. begegnet. Nee. Nee, an sich nicht. Aber das kann sich ja natürlich alles verändert haben inzwischen. Stopp mal gerade, was lag denn da auf der Truhe? Ach nee, das ist nur diese Halterung Ah da. ja, genau. Das kann natürlich jetzt, ja, das Haus bietet uns ja jetzt wieder alle Möglichkeiten. Was ist Muss die denn? Kamera wieder benutzen? Jo. Das wäre eine Möglichkeit. Die nochmal zu probieren. So, wo muss man jetzt hin? Jetzt habe ich wieder vergessen, wo der Raum war. Ach so, ja, da. Ja, Schade. Ist nichts mit Blitzdings. Doof. kein Blitzdings, ne. Blitzdingsstelle nicht. Da geht's. Sobald ich da drauf stehe, geht's nicht mehr. Ja. Und dann geht's nicht, weil rein fotografieren will es gehen. Scheiße. Schickenkram. Okay, der also nicht. Dann schmieden wir ihn wieder weg. Die geht natürlich noch nicht auf. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Oder war hier in dem. Ist hier ein Lichtschalter? Ich befürchte, dass das Kapitel echt daraus besteht, die ganze Zeit Sachen zu suchen. Ja. Guck mal, das sieht aus, als wenn da was drin lag.
In dem Korb. Weil das da so hell drin leuchtet gerade. Ein Korb? Jetzt nicht mehr. Ja, jetzt nicht mehr. Da. Das war Glanz. Ah, ja. Okay. Okay. Ich glaube, wir müssten mal wieder nach oben oder so. Ja, war ja eigentlich auch mein Vorhaben ursprünglich. Dann habe ich mich wieder ablenken lassen. Wie kann denn sowas kind? Passieren? Ja, ich weiß es auch nicht. Und jetzt lasse ich mich nämlich wieder ablenken. Jetzt muss ich mal eben. Wieso ist das denn das jetzt ist so? Zu dunkel. Ja, aber hier ist doch ein Lichtschalter. Aber da kommt man nicht mehr durch. Nee, nee, oh, das. Liegt denn da? Da nichts, wo ich rankomme. Schade. Rums. Moment. Bin ich nach oben? Da. Ja, wie gesagt, uns fehlt auch noch ein Videotape. Moment mal, ist das nicht die. Nee. Nee, nee. Kommst du denn auf so was? Bin ich jetzt gerade ein bisschen, ja, bin ich verwirrt. Oh, du machst mich schon wieder ganz schwindelig. Ich weiß, ich weiß. Also liegt ein Feuerzeug. Wahrscheinlich eins hat man. Nee, wenn das der wäre, dann wäre es nicht mehr da. Gut, ja, ich meine, das wird wahrscheinlich. Kannst du damit jetzt da reinleuchten? Vielleicht tatsächlich, aber. Sollten wir jetzt damit runtergehen? Oder sollten wir lieber erst oben nochmal gucken, ob noch was anderes da ist? Ich weiß es nicht. Gucken wir erst mal ein bisschen oben rum. Sag mal. Was war das? Die Dose. Die Dose hier. Oh Gott. Ah. Das wäre Licht. So, was haben wir denn? Wir gehen mal nochmal nach oben. Ja. Ich wollte nur kurz gucken, der Raum ist auch noch zu. Ja, aber wenn du das Licht ausmachst, dann. Oh Gott, ist das alles dunkel. Also, ich glaube, ich würde mit dem Feuerzeug da versuchen reinzugucken. Ja. Das Fragezeichen ist auch echt immer super. Ja, das hilft. Das hilft ungemein. Hä? Kommen wir vielleicht jetzt an die Hacke? Bin ich jetzt auf dem Bett? Da ist keine mehr. Gut. Wo ist er hin? Das ist das Badezimmer. Okay. Kann ich den Lichtschalter hier nicht betätigen? Shit. Doch. Können wir wohl. Dann gehen wir ganz durchs Bad. Ah, stimmt. Ist auch nichts. Ein Schlüssel! Wo kommst du denn her? Aber, der liegt aber witzig da. Ja. Safe-Schlüssel. Ah! Safe-Schlüssel. Ah! Ja, der ist hässlich. Das ist wirklich hässlich. Ja gut, das ist ja direkt hier um die Ecke, der Safe. Ist das so, ist das super. Ja. Kurz, geht hier nochmal Licht? Ja. Wunderbar. Da liegt jetzt schon eine Taschenlampe drin, weil die muss ja auch in den Safe. Ich wollte gerade sagen. Das wär's. Dann lache ich mich tot. Taschenlampe im Safe. Hat er den jetzt geöffnet? Nee. Doch, hallo. Oh. Ach so, Raum 302. Das war doch das, wo die getanzt hat, die Lucy. Ach ja. So, stimmt. Unten im Keller, das. Ja. Gegenüber vom Boilerraum. Ja, das
die Türen, aus der wir gerne mal rauskommen, in die wir aber nie rein können. Das, ja, ich glaube, wir brauchen echt. Also, es sieht momentan nicht so aus, als wenn wir hier noch was. Das ist ein Kombi. Da war ein Kombi. Ja. Kann man nie richtig lesen schon. Errungenschaft freigeschaltet. Die Nachbarn Meisterprüfung. Die Nachbarn Meisterprüfung, okay. Achso, ja, das hieß immer die Nachbarn, wenn man, sobald man das ein Comic gefunden hatte. Sah das schon immer so kacke da auf dem Boden aus? Hä? Ja. Was ist denn das für ein Loch? Ja, das ist wohl auch neu. Ja. Ich denke, da gehen wir doch mal rein. Sieht das auch so kacke aus? Oder auch so ein Loch? Ja. Oh, je. Huch. Oh, da liegt einer. Du kannst bestimmt die Nachttischlampe anmachen. Ja. Nein, nein. Nicht. Ist das der schwarze Mann oder? Nee. Nee. Was liegt denn da? Lampe geht nicht an. Scheiße. Huch. Aber da liegt was ist das denn? Das sind Bierdosen. Oh, super. Ja. Hör, war das auch gerade schon? Nee. Nee. Why, hello there, chap. I've been waiting for you for quite some time now. You're my friend, aren't you? Care to share a drink with me? Nein, eigentlich nicht. Aber es ist extra ein Drink hier, ne? Nee, nicht Feuerzeug. Nee, auch nicht rechts fallen lassen. Muss ich das jetzt. Wieso nimmst du das nicht einfach? RT untersuchen, ja. Aber da habe ich leider das Feuerzeug. Dann, ach, tun wir die Glühbirne mal eben hier weg. Die braucht kein Mensch. Kann ich damit jetzt das Feuerzeug reinpacken? So. Der macht das aber gar nicht. Ziemlich. Oder kann ich das erst, wenn ich mich hingesetzt habe? Genau, ich wollte gerade sagen, probier mal beim Sitz. Are you tired somehow? I get ya. It's hard to rest in this Maskierter Mann. Place, isn't it? Yes, I know. I've been here for quite some time, you know. And I'm glad you came along. But hey, we're here to talk about you, right? Never mind my foolish burdens and talk to me. So, you feel confused, don't you? I understand. Everything has been really blurry since you woke up, hasn't it? Do you even know your own name, old friend? Dwayne, of course. There's no mystery here, but I can see that you are wondering if this is real after all. I can assure you, although this might not reassure you, that it is very real. In fact, one might say that this is the first time you're facing reality. No, no, don't look at me like that. I'm on your side, Dwayne. We've been friends for so Echt, sind long wir das? After all. Who am I? Ah, you've always been like this, haven't you? Always asking the wrong questions. Dwayne, Dwayne, Dwayne. Listen to me here. The real question isn't who am I, but who are you? Dwayne, but that is nothing but a name, my friend. I'm not asking about a name, I'm asking about who you are. Now, now, Dwayne, shush, shush, shush a little bit and take a sip. Remember, you and me, we go a long way. I'm on your side. Why don't we take a little sip to our friendship? Wieso vertraue ich dir nicht? Ja. Jetzt kannst du dir bestimmt was einkippen. Aber wahrscheinlich muss ich das sogar.
Ist schon. Ist schon, muss schon. Ja. Prost. Uiuiui. Vielleicht verschwommenen Blick. Are you a fucking murderer? No? Well, what could be the reason behind all that drinking and drugging then? What's up with you? Ja, das ist doch so ein Mensch, was oh. You've been seeing things, you say? Things, hmm? Things like that? Oh ja, wir erinnern uns. And everything's gonna be back to normal. Okay. Es geht jetzt wohl gerade darum, dass wir das Gefühl haben, wir könnten mit Alkohol Probleme lösen. Ja. Okay, dann trink mal einen Schluck. Ja, aber ist es gut, mit Alkohol Probleme zu lösen? Die sich ja nicht wirklich lösen. Aber was soll ich machen, ne? Ja. Ja, dann. Prost. Der ist der maskierte Mann. Ich dachte, ja, er ist der maskierte Mann. See, ain't that sweet? You know you can always rely on this to get you back on track, don't you? Yeah, you remember the coarse taste. Oh Gott. And slides down your throat, ominously bringing relief in the dulling of your senses. Noch ein. Der will es abfüllen hier. Wir müssen uns nur das Bett kriegen. Ja, der maskierte Mann. Ja, dann. Cheers. Und das Glas wird gar nicht leerer. And another sip. Was? Echt? Oh, noch ein Schlückchen, oh Scheiße. Ja, Mann. Ja, den. Was ist denn da? Schwer, ja, vollkommen klar. Prost. Standen da schon immer zwei Gläser? Ja. Ja. Was? Ich hab aber das... ihm jetzt endlich sagen will, wer ist. Wer wir sind. Also. Ja. Ja. Wir können nur interagieren, aber... Oh, komm, hau ich mir noch einen hinter die Binde. ist da vorne irgendwas? Ah, eine Scherbe. Oh, okay. Juhu. Na gut, die Kugel scheint es nicht zu sein. Nee, vielleicht ist es ja ein Kopf. Ja. Gott, ich habe da hinten, wo die Blumenvase steht, habe ich eben ich gedacht, da sitzt jemand. Weniger trinken. Das sagst du, so. Geh mal in den Fortschrittsraum gucken, vielleicht kann man ja schon erkennen, was es werden soll. Ja. Sehen wir schon, was es wird. Ja. Wir freuen uns. Wird es ein Junge oder ein Mädchen? Ah, das Brett wieder da. Ah, speichern. Sehr schön. So, Fortschrittsraum. Rennen, rennen. Jetzt laufe ich bestimmt irgendwas schrecklich mir in die Arme. Das ist immer, wenn ich anfange zu rennen. Ja. Obwohl das im Moment fühlt man sich hier so sicher beim hier durchlaufen. Das ist wahrscheinlich das Problem. Naja, schon bei den Nachbarinnen. Ja. Rose? Ja. Was? Erst nimmt sie den Körper und mehr dann, kann ich nicht lesen. Ja, und dann klaut sie dir auch noch deine Seele oder so ähnlich.
Ja, dann geh doch, ne, auf uns anzurufen, ne? Oh, ist der denn am Anfang? Ja, sieht so aus. Ja. Ein Grund mehr, ja, auch hier ja, rauszukommen, ne? Echt, ey, ist hier noch sexuell belästigt. erst will der andere uns besoffen machen, jetzt baggert die uns an. Was ist hier los? Na, Maske würde ich sagen. Das, ja, eine Maske könnte nicht. Würde sehr gut passen. Ne? Sieht aus wie ein Nasenstück noch. Vier. 1, 2, 3, ja. Ja. Ja, 4. Krass. Jetzt bräuchten wir einen Punkt, wo wir dann speichern können. Wollen wir wahrscheinlich für heute gleich. Der hat gerade gespeichert. Wann hat der gespeichert? Als wir von dem aufgestanden sind, von dem Sessel. Ach so, ja, das ist richtig. Da sind wir jetzt natürlich schon ein Stück weg, aber ja gut, weiß ich nicht. Sollen wir dann jetzt heute beenden oder warten wir auf die nächste Speichersituation? Nee, dann lass uns beenden. Dann lass uns beenden, okay. Okay, dann machen wir das so. Können wir vielleicht noch speichern? Ja. Oh ja, yay. Nur ob uns das dann wirklich wieder dahin bringt, wo wir... Ja. Da haben wir zwei Dinger. Ja, ja, klar. 19:52 Uhr, eigentlich müsste der Spielstand gehen. Hm. Hoffen wir es mal. Gut, dann war das ja heute durchaus sehr spannend hier. Also unsere ganze Sitzung, das sind ja dann mehrere Folgen hintereinander, wo wir ja echt nicht wissen, was passiert. Und wir sind gespannt, was weiterhin passiert. Deshalb schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn ihr Summi-Summen hört. Und zu Lexi fällt mir jetzt nichts ein, was... deshalb hört ihr Lexi vielleicht dann nur sprechen, ganz normal. Oder schreien oder sowas. Wieso geht's denn? Ja. Mal raus hier. So, okay. So sind wir raus und beim nächsten Mal wieder drin. Ciao, ciao.